Transferkracher beim FC Bayern München. Die Bayern holen Ito an Bord. Der Transfer ist dann. Er hat einen Vertrag unterschrieben bis 2029. Alle Infos dazu gleich hier. Zudem gab es jetzt auch die Zusage von Ciro Guirassy an Borussia Dortmund. Das schauen wir uns auch gleich an. Und wir sprechen über einen weiteren fixen Transfer. Denn Alex Garcia wechselt zu Leverkusen. Alles dazu und natürlich noch mehr gleich hier in diesem Video. Vorab lasst ein Like auf das Video da und auch ein Abo hier auf den Kanal, um auch in Zukunft nichts mehr rund um die Bundesliga zu verpassen. Und checkt doch gerne mein Instagram ab, uli_insight für, ihr wisst es, noch mehr News. Aber damit gehen wir doch rein ins erste Thema. Ja, ein Transfer, der so ziemlich aus dem Nichts kam. Einige von euch haben es wahrscheinlich gestern Abend schon mitbekommen, da ging es natürlich sowohl bei Fabrizio Romano als auch bei Sky oder Bild ziemlich drunter und drüber. Ja, wir können es jetzt aber als offiziell vermelden. Hiroki Ito vom VfB Stuttgart ist neuer Spieler des FC Bayern Münchens. Der Japaner unterschreibt seinen Vertrag bis 2029 beim FC Bayern München. Er ist heute, das sind die Informationen des Kickers, bereits in München, absolviert noch den obligatorischen Medizincheck und dann wird tatsächlich eine Ausstiegsklausel gezogen werden. Laut Infos des Kickers ist diese Ausstiegsklausel auch nicht bei 30 Millionen Euro, wie das von Fabrizio Romano und Sky berichtet wurde, sondern tatsächlich lediglich bei 23 Millionen Euro plus eben erfolgsabhängige Boni, die dann noch bis zu 28 Millionen Euro insgesamt ansteigen können. Hintergrund bei Ito, er hat eine wirklich sehr, sehr gute Saison gespielt, eine sehr solide Saison beim VfB Stuttgart, war dann auch maßgeblich daran mitbeteiligt, dass sie es eben in die Champions League geschafft haben. Man konnte ihn für wenig Geld holen, er ist nur 25 Jahre alt und bei ihm das Besondere ist eben, dass er ein Linksfuß ist. Ein Linksfuß in der Innenverteidigung, das hat den Bayern die ganze Zeit gefehlt, das wollten sie unbedingt haben und auch Vincent Kompany war bei diesem Deal wohl komplett mit involviert und auch er hat sein grünes Licht für Hiroki Ito gegeben. Ito ist der neue Spieler des FC Bayern Münchens. Da gibt es natürlich jetzt sehr, sehr gespaltene Meinung, wenn man sich das Ganze auf Social Media anguckt. Ja, er ist bei Stuttgart einer der besten Verteidiger gewesen. Ja, er kann in der linken Abwehrseite, also linke Innenverteidiger spielen, er kann aber auch als Linksverteidiger spielen. Man hat sich damit einen variablen Spieler geholt. Und auch in einer potenziellen Dreierkette sollte Vincent Kompany diese installieren wollen bei den München, hat man hier den perfekten Spieler dafür. Andersrum sage ich euch, es ist natürlich kein absoluter Unterschiedsspieler. Und das bedeutet tatsächlich auch nicht, dass Jonathan Tah nicht kommt. Denn da können wir auch nochmal kurz reingehen. Das hat ja dann viele so ein bisschen verwundert. Jonathan Tah war ja eigentlich dann, ich sage mal, der Innenverteidiger-Transferkandidat Nummer 1. Aber nein, das bedeutet nicht, dass Jonathan Tah nicht kommt. Auch hier sind die Gespräche weiterhin immer noch mit Leverkusen am Laufen. Da läuft immer noch der Ablösepoker. Da ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Und auch da wollte man eigentlich hier Vollzug melden in den nächsten Tagen. Hintergrund ist aber, die Bayern wollen tatsächlich bis zu 2 Verteidiger ziehen lassen. Also es könnte sein, dass hier nicht nur Matthijs de Ligt gehen soll, gehen darf. Nein, es könnte sogar tatsächlich auch noch Dayot Upamecano treffen. Denn das sind so die neuesten Meldungen, die wir jetzt so gehört haben. Es sind tatsächlich hier mehrere Kandidaten in der Abwehr, die den Verein verlassen könnten. Über weitere Kandidaten, die jetzt gehen könnten, sprechen wir später noch. Aber kommen wir zurück zum Thema. Ito ist neuer Spieler des FC Bayern Münchens. Sollte jetzt heute nicht herauskommen, dass er noch 2 Kreuzbandrisse hat, die keiner diagnostiziert hat, dann ist dieser Transfer ein Done-Deal. Und da interessiert mich natürlich wie immer auch eure Meinung. Schreibt mir die gerne in die Kommentare. Ein weiterer Transfer, der sich so ein bisschen anbahnt, das ist der von Brian Gruder. Denn da gibt es eine erste Tendenz. Brian Gruder möchte sehr, sehr gerne zum FC Bayern München wechseln. Das Problem, die Ablöse. Da wird es tatsächlich ein heftiges Preisschild geben. Mainz 05 hat, zumindest laut Berichten des Sportbilds, ein Preisschild festgelegt von 50 Millionen Euro. Und das ist natürlich eine ganze Menge. Die Münchner sollen auch schon Kontakte zur Spielerseite geknüpft haben. Gruder ist wohl tatsächlich im Falle eines Wechsels ganz, ganz interessiert an einem Wechsel zum FC Bayern München. Er hat ja vor kurzem auch das erste Mal das DFB-Trikot getragen. Zwar hat er jetzt noch nicht so richtig Spielerfahrung gesammelt, aber trotzdem ist er gerne in der Bundesliga zu Hause und möchte auch weiter in der Bundesliga spielen. Und da ist natürlich der FC Bayern München die beste Adresse. Es ist auch so, dass Mainz bereits sich mit potenziellen Nachfolgekandidaten beschäftigt. Da gab es jetzt auch die ersten Gerüchte. Man muss aber ganz klar sagen,
Es ist immer noch im Rahmen des Möglichen, dass er noch ein weiteres Jahr bei Mainz bleibt. Ich persönlich glaube auch nicht, dass Mainz trotz dieses hohen Preisschildes wirklich 50 Millionen Euro für ihn bekommen würde. Das ist aber eher so mein Gefühl als ein Fakt. Ich glaube aber nicht, dass die Bayern 50 Millionen Euro für Brian Groder hinlegen werden. Dafür ist das ein Spieler, der noch so ein bisschen zu viel Potenzial hat und zu wenig bis dato gezeigt. Anders sieht das da bei Serhou Guirassy aus. Er könnte jetzt tatsächlich den VfB Stuttgart verlassen und er ist sich quasi schon einig mit Borussia Dortmund. Das kann man jetzt so und so sehen. Wir können es einfach mal so sagen, er hat jetzt in einem Interview ganz klar die Zusage gegeben. Borussia Dortmund ist ein Verein, den er sich sehr, sehr gut als nächste Station vorstellen kann. Er hat seine Zusage gegeben, hat die Tür geöffnet. Auf die Frage bei Sky, ob er sich einen Transfer zu Borussia Dortmund vorstellen kann, da sagte er, auf jeden Fall, es ist ein sehr großer Club, aber es ist nichts fortgeschritten, ich bin immer noch unter Vertrag beim VfB. Wir wissen den Umstand, 18 Millionen Euro ist die festgeschriebene Ausstiegsklausel des 28-jährigen Guineas. Und das ist so günstig für einen Spieler, der letzte Saison über 25 Tore in der Bundesliga geschossen hat. Der BVB soll ihm tatsächlich auch schon ein Angebot übersandt haben, 8 Millionen Euro Jahresgehalt, das wäre das Doppelte von dem, was er aktuell verdient. Und wie es weitergeht, da sagt Guirassy ganz klar, er ist jetzt erstmal im Urlaub, aber in den nächsten Wochen, da wird man sehen, wie es weitergeht. Da sieht man sehen, was passieren wird und es ist ganz klar, es wird ein Wechsel passieren, das ist eigentlich schon fast fix. Der VfB Stuttgart wird wohl keine Chance haben, den Spieler zu halten. Guirassy wird wohl 8 Millionen Euro ungefähr an Gehalt bekommen, egal ob es jetzt bei Borussia Dortmund oder auch bei Atletico Madrid und oder AC Mailand ist. Alle bieten ungefähr das Gleiche plus nochmal ungefähr dasselbe bis zu 10 Millionen Euro auf die Hand. Als Unterschriftsprämie, weil er eben so günstig ist. Und das sind eben Konditionen, so günstig kriegst du keinen Spieler. Und das macht meiner Meinung nach aus Sicht von Borussia Dortmund nur Sinn, diesen Spieler zu holen. Kann natürlich auch wieder sein, dass es ein klassischer Dortmund-Transfer ist und dass er am Ende des Jahres 2 Tore vorweisen kann. Und eben halt nur in so einem System wie Stuttgart funktioniert hat unter so einem guten Trainer, weil Edin Terzic vielleicht jetzt auch nicht der Trainer ist, da kennt ihr alle meine Meinung, will ich mich gar nicht wieder weiter reinsteigern. Aber trotzdem, für mich ein absolut sinniger Transfer. Und Guirassy hat hier definitiv die Hand schon in Richtung Dortmund gestreckt. Jetzt muss man sie einfach nur noch nehmen. So ähnlich ist auch bei Alex Garcia, nur da sind wir eigentlich schon fix. Alex Garcia ist neuer Spieler von Bayer Leverkusen. Sie holen einen neuen zentralen Mittelfeldspieler von eben dem FC Girona, den Kapitän von FC Girona, der Spanier. Kommt mit 26 Jahren mit einem Marktwert von 25 Millionen Euro für 18 Millionen Euro zur Werkself. Und ich sage euch ganz ehrlich, dieser Transfer hat so geisteskrank die Handschrift von eben Xabi Alonso. Der soll auch maßgeblich an diesem Deal beteiligt worden sein. Es ist wohl so, die AS berichtet, ist der 26-Jährige wechselt für 18 Millionen Euro plus eben Bonuszahlungen, die wohl leicht erreichbar werden. Also das Ding wird auf über 20 Millionen Euro ansteigen. Und es soll tatsächlich so sein, dass er heute noch in Leverkusen eintrudeln soll, den Medizincheck absolvieren soll und die Papiere unterschrieben werden soll. Es ist wohl tatsächlich ein fixer Transfer. Leverkusen ist sich auch schon seit längerer Zeit mit dem Mittelfeldspieler einig. Der Deal war mehr oder weniger nur so ein bisschen am Scheitern, weil man sich erst nicht mit Girona einigen konnte. Aber damit holt man wirklich einen sehr, sehr guten Spieler. Ich bin mal gespannt, wie er ihn einsetzt. Ein neuer Mittelfeldspieler. Das bedeutet nicht, dass Xhaka hier nicht mehr spielt. Der ist 26 Jahre alt, Alex Garcia. Also ich denke mal, man könnte sich jetzt schon so potenziell auf einen kleinen Abgang vielleicht von einem Palacios vorbereiten, wenn es da was im Hintergrund vielleicht zu berichten gibt. Auf jeden Fall ist dieser Transfer durch und es ist schon ein ziemlich teurer Transfer, also guter Transfer auch. Alex Garcia war maßgeblich daran beteiligt, dass Girona jetzt aktuell wirklich richtig gut performt hat, ist immer noch der Kapitän gewesen und jetzt spielt er Champions League Fußball bei Bayer Leverkusen. Was sagt ihr dazu? Eure Meinung gern in die Kommentare. Und dann gehen wir nochmal ganz kurz zurück zum VfB Stuttgart. War heute echt sehr Stuttgart-lastig, wenn man sich das alles anguckt. Ich will euch nur kurz darüber informieren, dass Liverpool an Waldemar Anton interessiert ist. Sie schauen sich die Situation des Spielers ganz genau an. Vielleicht könnten wir hier bald in den nächsten Wochen was vermelden. Waldemar Anton ist ja auch ein Spieler, der zum Beispiel auf der Liste von Borussia Dortmund steht. Jetzt aber auch der FC Liverpool an ihm interessiert. Wir behalten das weiter im Auge. Das war's von mir. Wir hören uns heute auf dem Zweitkanal. Schaut da gerne um 15:30 Uhr vorbei. Das war's von mir. Bis dahin, Leute. Ciao.